Und Ladies and Gentlemen, willkommen zu Heiße Luft Part 1 2022. Sony, so machen wir das, oder? Oder wie machen wir das? Wir haben uns in Null abgesprochen, wie wir das jetzt eigentlich immer machen. In Wirklichkeit ist es das sechste, aber die erste ist ja ungültig gewesen. Lag, da haben wir ja diese technischen Troubles gehabt. Das war furchtbar, ja. Deshalb ist in Wirklichkeit halt Nummer 5. Okay. Und alle Champs heute. Alle Champs da. Ein absoluter alle Wahnsinn. Alle Champs, die es je gegeben hat. Ein absoluter Wahnsinn. Jeder, der vielleicht uns erst seit September folgt, gibt es auch ein paar, und der nicht weiß, was heiße Luft ist. Was machen wir hier? Es wird einfach diskutiert über all things NFL. Also das geht über Coaching bis hin zu alles Mögliche. Also es gibt nichts, was wir heute nicht angreifen werden. Und das Ganze in ein bisschen spielerischer Form, aber vor allem gegeneinander. Es soll ein bisschen diskutiert werden, es sollen gute Takes abgegeben werden, denn es ist nun mal so, es ist 21.30 Uhr an einem Montag nach einem NFL-Sonntag. Ihr habt wahrscheinlich schon 3 englischsprachige Podcasts konsumiert, 2 deutsche oder 3 deutsche, kommt vielleicht gerade von einer deutschen Live-Show, von der Footballerei, jetzt gerade hier herüber. Also vielleicht wollt ihr neue, knackige Takes hören und deswegen haben wir uns die besten, ich sage jetzt mal wirklich, die besten Hot-Take-Maschinen rausgesucht aus Deutschland, aus Tirol und aus Österreich. Und deswegen muss man natürlich gleich herzlich willkommen heißen. Er ist zum ersten Mal dieses Jahr, glaube ich, überhaupt, also nicht dieses Jahr 2022, sondern in der Saison, obwohl er im 24-Stunden-Stream hat er uns seine Tätowierung gezeigt. Der Mann, der Wandtattoos hatte, ohne Spaß. Lenny, hast du eigentlich jetzt, wo ich glaube, du baust ja derzeit Haus, wie sieht es dort mit Wandtattoos aus? Gar nichts. Es gibt ein großes Eagles-Zeichen in meiner Man Cave, so ein Holz-Eagles-Ding richtig geil gebaut, aber sonst keine Wandtattoos. Keine Wandtattoos, weil die Frau gesagt hat nein, oder weil du einfach gesagt hast, jetzt, okay, jetzt bin ich erwachsen, jetzt keine Wandtattoos mehr. Genau, der zweite Grund. Okay. Eins wollte ich noch zeigen. Ja. Guck mal, was hier steht. Das ist ein Ring. Champion. Und das steht da nicht umsonst. Das wollte ich nochmal so sagen. Das ist auch gut so. Lenny, man muss seine Championship-Ringe immer, ich muss mir ja meine immer selber bestellen, das ist das Schöne. Wenn ich mir noch nie wer einen Ring kauft, die muss ich mir immer selber bestellen, was dann auch immer, na, es nimmt ein bisschen die Freude raus aus dem Ganzen, aber so ist das in unserer Liga. Da ist der Commission nicht so. Apropos, reden wir über den Commission unserer Home-Liga. Stony, wie heiß bist du auf heiße Luft? Ich bin immer heiß auf heiße Luft, aber Lack, das ist nicht die Art und Weise, wie wir diese Show machen. Hey, Montag, auch wenn die Fantasy-Saison vorbei ist, aber Stone Luck, damn, ich hab's heute eh schon gelesen. Euch geht's genauso wie mir. Erster Tag nach dem Urlaub hocken, den ganzen Scheiß lassen wir jetzt hinter uns. Macht's euch ein Saftl aus. Ich habe mir die Haare schon aufgemacht. Ich hoffe, ihr macht's das auch. Füße ausstrecken. Hey, Stone Luck, damn, vergesst den ganzen Scheiß. Jetzt wird's lang. Let's go, Jet. Genau so ist es. Und Martin, du sitzt für alle, die das nur hören und herzlich willkommen auch an alle, die das hier Real Life schauen oder hören. Martin sitzt vor einer grünen Leinwand oder ist das deine Wand? Hast du deine Wand? Das ist eine Wandfarbe tatsächlich, ja. Das ist eine grüne Wand. Das ist fantastisch. Würde sich dort ein Wandtattoo gut machen? Nein, natürlich nicht. Das ist ja mein Greenscreen. Also das kann ich nicht, leben, lieben, lachen da irgendwie draufschnallen, oder? Ich war heute einkaufen mit der Donna und mit dem Kleinen und wir waren in seinem Geschäft und da gab es wirklich so Family Rules, weißt du, wir umarmen uns jeden Tag, wir lieben uns jeden Tag und so. Ja, genauso geil wie diese Türschilder. Hier streiten, lieben, hassen und umarmen sich. Das ist heftig. Vor allem, naja, wurscht. Gut, eines noch ganz, ganz wichtig, bevor wir loslegen. Dieses Mal werde ich keine Punkte geben. Wir haben beim letzten Mal sehr, sehr viel Backlash bekommen, dass ich hier und da Leute zu. Ich war anscheinend immer zu hart zu Martin. Das haben viele Leute gesagt. Viele Leute haben sich sehr gefreut, dass der Lenny wieder da ist und haben dann aber gesagt, ich darf dann jetzt auch nicht den Lenny sozusagen nur die Punkte geben, weil ich bin ja auch ein großer Lenny-Fan, das weiß jeder. Und natürlich liebe ich meinen Podcast-Partner, den Stony. Und jedes Mal, wenn er gewinnt, hat das immer diesen sauren Beigeschmack, dass ich ihm das jetzt sozusagen geschenkt habe. Ist ja vollkommen logisch. Double Champ, back to back. Genau, aber der einzige Double Champ. Deswegen werden wir das diesmal anders machen. Und zwar werden wir diesmal, wir haben 3 große Runden und nach jeder dieser Runden wird abgestimmt und dann werden die Punkte zusammengezählt, abgestimmt werden kann auf YouTube und auf Twitch. Und dann schauen wir uns gleich mal an. Ich würde sagen, wir starten los. Ist der Chat ready? Seid ihr ready? Das klingt fantastisch. Wo geht das nicht? Ist der Chat ready? Hey, let's go. Alle, die heute da sind, haben ein Emoji bei uns.
Let's go! Droppt jetzt die Emojis. Gib mal richtig Gas. Eines muss man aber auch gleich sagen, von der Frisur her und dem Punkt werde ich auf jeden Fall geben müssen. Kriegt der Lenny schon einmal von mir, also ich darf natürlich Punkte abziehen, das ist klar, und ich darf hier und da auch einen Punkt geben. Aber was jetzt einmal das Auftreten hier heute angeht, muss man ehrlich sagen, bekommt der Lenny einen Pluspunkt und der Stony wird einen Minuspunkt bekommen. Deine Frisur ist bereits jetzt im Chat, Stony, das Gesprächsthema Nummer 1. Gibt es da eine Geschichte dazu, oder? Vampire. Welche Geschichte wolltest du noch hören? Es gibt kein Ich bin die Geschichte. Hast du ein T-Shirt, dann fragen andere Leute. Da fragst du schon. Kein T-Shirt. Kein T-Shirt, keine Hose, nur Jacke. Let's keine go. Keine Nippel zeigen. Wir starten mit NFL Talk. Let's go. Stone Don't Luck. Fantasy Football. Und wir starten natürlich mit dem, es ist der sogenannte Black Monday. Ich sage immer, es ist der Sad Monday. Ich mag das Wort Black Monday nicht so sehr. Es ist der Sad Monday. Viele, viele Leute verlieren an diesem heutigen Tag Jobs. Tony hat gesagt, er geht heute zum ersten Tag oder den ersten Tag nach dem Urlaub in die Arbeit. Viele andere gehen nicht mehr in die Arbeit. Darunter die Kollegen Vic Fangio, Brian Flores. Das ist ein Zungenbrecher. Oder auch Matt Nagy etc. Es öffnen sich wieder Head-Coaching-Positionen. Und natürlich gibt es da immer die eine ganz, ganz große Diskussion und die werde ich jetzt gleich an die Runde reinwerfen. Welche Head-Coaching-Position, die jetzt offen ist, ist die attraktivste? Wir wissen, welche es sind. Es sind die Broncos, die Vikings, die Bears, die Miami Dolphins etc. Wir schauen uns an. Martin, du bist als erstes an. Welche findest du ist die attraktivste? Absolut keine. Ich finde alle absolut furchtbar. Es liegt aber einfach nur daran, dass die ganzen Vorzeichen extrem schwierig sind. Ich glaube, die Vikings haben noch am ehesten ein Quarterback, alle anderen sind auf der Quarterback-Suche. Mich wundert es ja, dass die Giants zum Beispiel nicht mitgemacht haben und da mal ihren Headcoach rausgekickt haben. Broncos, defensiv ganz okay, muss man sagen, aber ist halt sonst irgendwie irgendwas, die sind irgendwie im Niemandsland. Die Dolphins, Tour ist die große Frage, hätten glaube ich schon ein bisschen so Potenzial, aber haben irgendwie in die Drafts nicht wirklich gut gepickt. Da war definitiv viel mehr Potenzial da, dass sie Brian Flores rausgehauen haben, ist sowieso das Dümmste, was ich seit langem irgendwie gesehen habe, verstehe ich überhaupt nicht, warum man das macht. Ja, und bei den anderen war es irgendwie klar und da weiß ich aber nicht, welchen Job ich da haben möchte. Es ist wirklich alles extrem im Umbruch. Es gibt jetzt kein Team, das irgendwie ein paar Steps davon entfernt ist, wirklich Contender zu sein. Also für junge, neue Headcoaches wahrscheinlich eine schöne Sache, aber ich wüsste es nicht, auf welchen Job ich da besonders heiß wäre. Okay. Der, was am meisten Kohle mir gibt, den nehme ich. Fertig. Lenny, vielleicht auch eines muss man auch immer dazu sagen, ein Team ohne Headcoach ist derzeit auch in den Playoffs. Das sind ja die Raiders. Ist das die attraktivste Position oder hättest du ein anderes Team auf deinem Zettel? Ich muss tatsächlich sagen, weil Stony so große Welle gemacht hat, habe ich heute richtig was aufgeschrieben. Und es kann natürlich nur eine Lösung dazu geben, auch wenn der Senf das nicht gerne hört. Wo kann man jetzt besser anfangen als in Chicago? Erstmal hast du ein geiles Logo, du hast einen Bär. Also das ist so ein mächtiges Säugetier, das mächtigste Säugetier. Dann hast du Justin Fields, du hast 43 Millionen Cap Space, du hast eine Die Hard Fanbase, ein Stadion, wo es jedes Wetter gibt, Schnee, Hitze und so weiter. Du hast eine gute Defense, die dich im Schnee hält. Du hast immer noch einen Wide Receiver One, der auch wiederkommt. Der hat einfach nur keinen Bock mehr auf Nagy. Du hast Mooney, der aufstrebend kommt. Du hast Monty Cohen Herbert, das Running Back Tandem Trio der Welt. Und du hast, das Einzige, was du nicht hast, ist eine geile Division, weil du jedes Jahr zweimal gegen Aaron Rodgers musst, aber du hast alles. Du bist das. Du bist der Bär. Du bist der Bär in Chicago als Head Coach und da willst du sein und nirgendwo anders. Stony, das ist eine Ansage. Möchtest du zuerst auch darauf eingehen, auf die Bears, oder hast du überhaupt vielleicht überhaupt eine ganz eine andere Position oder ein anderes Team, das eh viel, viel besser dasteht? Was soll ich eingehen? Der eine sagt in Wirklichkeit nichts und der andere lüg mich an. Es gibt in Wirklichkeit nur ein Opening, was wirklich interessant ist. Und das ist in dieser Mörder-Division die Broncos. Patton hat schon einen guten Roster zusammengestellt. Es ist ein Grundgerüst da, überhaupt die 2021er Draft-Class mit Surtain und mit Javonte Williams. Ein Traum. Die Defense hat sie so oft im Leben, wirklich im Leben gehalten. Hätten die einen Quarterback, und das ist eben das Problem, dann wären die Broncos schon mal mittendrin statt nur dabei, überhaupt bei der Scheiße, die in den Playoffs jetzt dort herumtanzt in der AFC. Das Gute, die Broncos haben den Cap Room und eine lange Offseason, dass sie dort was machen können. Die sind nicht gezwungen, irgendwelche anderen Vögel zum Spielen. Und wir wissen, da sind ein bisschen unruhig oder ein bisschen, ja, ortswechselmäßig nicht abgeneigt. Wenn der Lenny schon sagt, dort hast du überall Wetter, hey,
Wo ist Leimann dann zum Spielen als in Denver? Dünne Luft, Winter, alles geil. Hey, let's go! Denver it is! Okay, sehr, sehr interessant. Ich glaube durchaus, dass eben das, was finde ich, ich bin ein bisschen beim Martin, weil ich finde auch, dass eigentlich wirklich jede Position immer auch ganz, ganz groß diese Quarterback-Fragezeichen hat und du ja eigentlich nicht wirklich irgendwo jetzt in eine Situation reinkommst, wo du sagst, boah, super, da habe ich mit dem kann ich leben. Am ersten wären es für mich die Raiders, weil ich weiß, dass die eben auch einen guten Quarterback haben. Lenny, du wolltest noch was sagen? An alle, was ist ein geileres Logo? Ein kleines, süßes, streichelndes Pony, was dort immer durchs Stadion rennt, oder ein motherfucking Bär, ein Grizzlybär? Wo kann man, also wirklich, was ist geiler? Ein Bär auf der Brust zu haben oder ein süßes, kleines Streichelpferd? Okay, dazu kann ich nichts mehr sagen. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, Playoffs-Time ist ja auch immer die ganz, ganz große Frage. Ich glaube, irgendwann einmal, als das begonnen hat mit den Giants, als sie da aus der Magie sozusagen heraus gewonnen haben, weil sie hot at the right time waren, seitdem fragt man sich eigentlich immer wieder Ende Dezember, welches Team ist hot at the right time und nimmt die ganze Fahrt mit auf in die Playoffs und wird aus dem Nichts heraus einfach hier jetzt dominieren. Gibt es dieses Team, das hot at the right time ist und das man eben derzeit überhaupt nicht sehen will in den Playoffs? Unsere Frage an unsere drei Kämpfer, möchte ich jetzt fast sagen. Welches Wildcard-Round-Team? Wichtig, Wildcard-Round-Team, das heißt, ihr müsst die zwei Beiteams rausnehmen, ist hot at the right time. Lenny, du beginnst. Ja, Mai, es ist langweilig. Es ist langweilig, weil da spricht hier jeder Analyst und jeder seit den letzten 4 Wochen drüber, aber es kann nur ein Team sein. Es können nur wieder so ein mächtiges Tier. Es ist die Woche der mächtigen Tiere. Der bengalische Tiger, also wirklich dein Quarterback, ist ein Tiger. 900 Yards, 8 Touchdowns in den letzten 2 Spielen. Egal zu wem du wirfst, ist das ein Boyd, ein Judd Chase oder ein Higgins. Das sind alles Wide Receiver 1 bis 2. Das ist der Wahnsinn. Das Team ist zur richtigen Zeit high geworden, wild geworden, die haben alle geschlagen. Jetzt kommt ein gefährliches Team mit den Raiders, aber die sind so hot, Heimspiel. Der Andy Dalton-Fluch, der muss gebrochen werden. Und ich sage euch Nummer 1, guckt euch bitte Trey Hendrickson an. Der Typ ist D-Liner und spielt ohne Handschuh Football. Das ist der baddest Typ on the earth. Also wirklich, du verdienst die Hotness damit einfach. Denke ich mir jedes Mal, wenn ich das sehe. Ich finde, das ist auch so, als Gegenspieler ist das ein Signal. Weißt du, ich meine, wenn er sich hinstellt ohne Handschuhe, aufpassen. Stoney, wer ist hot at the right time? Ihr habt das gehört. In Wirklichkeit hegt der Lenny und hat aber schon Schiss vom nächsten Gegner. Es kann nur... The autumn wind is a Raider. Es können nur die Raiders sein. Jetzt überhaupt. Magisch. Magisch war das gestern. Jeder redet über das Spiel und jeder weiß es. 5 Jahre. 5 Jahre später, nachdem Derek Carr eine Mördersaison gespielt hat und dann zuschauen muss, wie Connor Cook alles versemmelt gegen die Houston motherfucking Texans, sind sie back in the Playoffs mit dem Spirit von Madden. Just win, baby! Ja, da kommt der Spirit von John Madden, vielleicht auch von John Gruden mit. Martin, I'm not sold on the Raiders, aber ob das eine gute Geschichte ist, dazu kommen wir noch ein bisschen später. Ist es ein anderes Team vielleicht? Vielleicht auch eines, das vor allem über die Defense das alles gewinnen kann? Naja, eigentlich, also es gibt 2 Teams, die wirklich hot sind. Also das Logische ist, wie der Lenny schon gesagt hat, die Bengals definitiv absolut genial. Richtig. Ich meine, ich wünsche mir nicht, dass sie gewinnen, weil dann geht der längste Streak verloren und der geht dann zu den Lions. Dann sind die Lions das Team mit den längsten Playoff-Warten auf einen Sieg und so weiter. Das taugt man dann irgendwie auch nicht so, weil das ist das Einzige, dass ich mich noch ein bisschen klammer, dass es nur ein Team gibt, das noch länger warten muss auf einen Playoff-Sieg, wie wir. Das andere sind natürlich die Chiefs. Was ist los mit euch? Die Chiefs sind in der Wildcard-Runde. Die Chiefs sind einfach der absolute Favorit. Also die gehen heiß, auch wenn sie eben gegen diese Bengals zwar verloren haben, aber die Offense klickt wieder. Ich glaube, wenn Tyreek Hill jetzt wieder richtig da dabei sein darf, dann gibt es eigentlich keinen Grund, da nicht zu sagen, dass die Chiefs wieder durchmarschieren werden. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Chiefs auch vor allem einen sehr, sehr guten Weg haben dorthin. Mhm. Es ist nicht wirklich schwer für sie und vor allem die Defense ist wirklich sehr, sehr gut, auch wenn die Bengals gezeigt haben, dass sie sie schlagen können. Aber das war zu Hause. Die Bengals müssten ja in dem Fall eigentlich auswärts ran. Stoney, du willst jetzt noch was sagen. Oder setzt ihr da irgendwie Bar oder Trio oder so? Hat der irgendwie von anderen abgeschrieben und dann kommt immer noch der Lack, der da immer alles bestätigt. Let's go, der Champ wieder alleine. Alleine gegen alle. Ja, against all odds. Aber Real Talk, haben wir keine Liebe für die NFC-Teams?
Also das ist, mir tut es ja schon leid. Ich dachte, ich nehme hier ein AFC-Team, aber NFC, ich meine, die 49ers ist, finde ich, wahrscheinlich das Team, das willst du nicht sehen. Ja, du willst nicht 49ers sehen. Du willst die 49ers nicht sehen. Ich denke mir auch, es gibt keine... Aber die Saints wollt ihr auch nicht sehen. Also das war das Gleiche. Die Saints mit diesen komischen... Also ich mag die Saints ja extrem gern, aber die haben keinen Quarterback. Das ist nix. Das ist irgendwas. Aber da ist Martin, die Saints sind auch nicht in den Playoffs. Was Na, ist jetzt mit euch am Plauschen? Heiße Luft oder du mit der Plauschen jetzt? Das ist schon Kaffeekranz. Die Saints und die... Okay, dann... ihr habt das gehört. Die Aggression von links oben geht mir ein bisschen am Arsch. Chiefs, Bengals und Raiders. Das sind die drei Teams. Wir werden schauen. Die Bengals und die Raiders spielen ja gegeneinander. Das wird interessant. Aber es war auf jeden Fall ein mutiger Text, Toni. Willkommen zur dritten Frage und zum letzten, der letzten Frage von Part 1 von Heiße Luft. Und zwar die ganz große Frage natürlich. Wir reden wieder über Baker Mayfield. Natürlich, wir müssen über die wahrscheinlich größte Enttäuschung der NFL-Saison reden. Das waren die Cleveland Browns. Letztes Jahr ihren ersten Playoff-Sieg eingefahren nach gefühlt Start der NFL, keine Ahnung. Und da war so viel Hype drinnen. Da war wirklich, ich glaube, kaum ein Team war so sehr gehypt wie die Browns. Vielleicht noch die Chargers, zu denen kommen wir vielleicht auch heute auch noch. Aber die Browns und Baker Mayfield sind sicher auch eine Story, die wir jetzt einfach in der Offseason ganz, ganz nahe uns anschauen werden. Und da ist natürlich, muss man einfach gleich fragen. Und diese Frage schiebe ich jetzt auch gleich rüber an unsere Kontrahenten. Stoney, du darfst beginnen. Was machen die Browns auf der QB-Position? Was sollen sie machen? Ich sage euch jetzt, was jetzt dann passieren wird. Ich sag was und die zwei Bussi-Bären kommen dann wieder mit dem lieben Ding und da schmecken. Was sie machen sollten, ist endlich aufhören, Baker Mayfield zu sugarcoaten wie ein kleines Kind. Wie ein kleines Kind. Dieser First Overall und Rookie-Bonus ist schon längst vorbei. Komplett. Er ist einfach, er kriegt die Zeit, die andere gerne hätten in der NFL. Not for long ist beim Baker ist überhaupt kein Thema. Ja, ich baue mal ein bisschen Scheiße und noch eine Saison, noch ein bisschen Scheiße. Und ja, er spielt hinter einer der besten O-Lines in dieser ganzen Hurenliga. Opa, Entschuldigung. Ist einfach jetzt so und macht aufpassen. Nur Müll. Macht nur Müll. Irgendetwas. Und jetzt kommt's. Er war noch nie, in der einen Saison, er war noch nie, bei den, was Total Yards angeht, irgendwo vorne dabei. Genau, war er aber auch noch nicht. Und guess what? Seit 2018, seit er in der Liga ist, wer hat die meisten Interceptions in der ganzen NFL? Becker Mayfield. Das ist es nämlich. Hey, bringt's dort Competition rein, spielt's dieses Jahr fertig, er kriegt 18 Mille für irgendetwas und on to the next one, on to the next one. Lasst ihn dort nicht herumtanzen wie irgendein, wie Prinzessin. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Martin, ist die NFL-Karriere von Baker Mayfield als Starter erledigt oder werden die Browns keine andere Wahl haben? Ja, also die darf nicht vorbei sein. Ich sehe das ganz, ganz einfach. Er hat die Option auf das fünfte Jahr, das sollten sie ziehen, es ist perfekt für ihn. Können sie ausloten, wie geht's weiter? Es geht ja immer darum, bekomme ich ein Upgrade. Es gibt kein Upgrade jetzt. Im Draft wirst du kein Upgrade kriegen und wenn, dann brauchst du so einen riesen Free Agent wie Russell Wilson, Aaron Rodgers, die zwar immer wieder ein bisschen so mal geliebäugelt haben, die Franchise zu verlassen, aber du kannst dich auf das eben nicht verlassen, dass du sowas kriegst. So, dann ist Case Keenum sicherlich nicht die Antwort, dass du Baker Mayfield nicht spielen lassen darfst. Baker Mayfield war das ganze Jahr extrem verletzt. Ich weiß nicht, ob ihr die Silhouette mal gesehen habt von ihm, wo wirklich bei jedem Gelenk einfach irgendwas war. Geht sich dann halt nicht aus. Man hat gesehen, was er kann. Letztes Jahr hat sie mit seinem Leadership auch zu einem Sieg in die Playoffs geführt. War relativ knapp dran, sogar die Chiefs rauszukicken. Also wenn alles normal klickt, dann geht sich das auch wunderschön aus. Also ich würde da jetzt noch nicht die Karriere von ihm bei den Browns abschreiben. Aber Lenny, das ist natürlich ein Punkt, den der Martin noch hat. Aber da frage ich mich dann natürlich auch vor allem, warum macht Baker Mayfield das und was haben die Browns davon? Sie geben Case Keenum extrem gutes Geld. Ich glaube, er ist sogar der bestbezahlteste Backup in der NFL, kann das sein? Und dann hat er anscheinend alle möglichen Verletzungen und hat ja auch schon gezeigt, dass er in der Scheme von Stefanski spielen kann. Der war kurz vor dem Super Bowl, Case Keenum, das vergessen vielleicht viele. Warum haben sie jetzt so viel Baker gezeigt, dass wir diese Diskussion haben? Ja, das ist die einzige Frage, die sich die Browns stellen müssen. Ich kann es dir nicht beantworten, ich finde es auch falsch, aber auch wenn dieser Punkt jetzt abgezogen wird, ich muss es euch zeigen, jetzt wird es hier ein bisschen, ich habe für Stoney mal zusammengestellt, Baker Mayfield ist diese Saison verletzt. Baker Mayfield hat diese Saison
eine Verletzung der oberen Gelenklippe der Schulter, die ist gerissen. Zack, durch. Der Typ kann kaum werfen. Der ist, da ist hier einfach zack, durch. Der ist quasi, der Arm hängt auf halb acht. Ansonsten ist Baker Mayfield durchschnittsweise, ich gehe jetzt mal nach Pro Football Focus Noten, hat er in den letzten 4 Jahren mit dieser schlechten Note dieses Jahr den Durchschnitt von 75,5. Das wäre ja Platz 16 von 32. Ohne diese schlechte Saison hat er 79,7. Das wäre Platz 12. Ey, was willst du denn erwarten? Platz 12 nach 4 Jahren, da schmeißt du doch dein QB nicht raus. Vor allem, wer sollst du denn dann werden? Wen holst du denn dann dieses Jahr? Die Browns haben mit ihm das erste Mal die Playoffs erreicht, Leute. Und nicht nur mit ihm, sondern auch durch ihn. Der Typ ist ein Culture Changer. Der hat Cojones. Der könnte für Manscaped Werbung machen, weil der so clean unten ist. Weil der ist so clean. Der hat so dicke Dinger. Der könnte da wirklich Live-Werbung für machen. Der Typ gehört dahin, dem gehört noch ein Jahr gegeben. Und ich sag's dir, wie es ist, Stoney, ein Satz noch, ist er in das nächste Jahr scheiße, nehme ich alles zurück, du hast recht, aber gib ihm das eine Jahr. Das musst du ihm eh geben, leider. Die sind ja eh die Geiseln von Baker Mayfield, der so dicke Cojones hat und ein Culture Changer. Nichts. War er 2019 verletzt? Da hat er... Na? Bitte? Da hat er den Rookie-Rekord gebrochen, oder? Da war 2018. Ah, okay, Entschuldigung. Aber das heißt... Aber da hat er Hugh Jackson als Headcoach gehabt, oder? Andere Leute haben McCarthy und was weiß der Kuckuck. Bist ja, aber es ist McCarthy. McCarthy hat dann Super Bowl gewonnen. Vorne ist Hugh Jackson, der hat auch Spiele in 2 Jahren gewonnen. Also das war ganz kurz und Martin... An Sir LeBron James. Aber dann hat das, also Stoney spricht vielleicht da etwas an, Martin, das möchte ich gleich zu dir rüberspielen. Mhm. Ist nicht vielleicht Baker Mayfield einer von diesen Quarterbacks, der eben gerade an diesem Status, an, sagen wir mal, Franchise-Quarterback kratzt, ja, aber für den einfach viel zu viel drumherum perfekt laufen muss? Er braucht, du, allein für den Fall, dass du ihm hoch bezahlst, wirst du ja wieder Abstriche machen müssen bei der vielleicht besten O-Line in der Liga, bei einer extrem guten Defense, die ja sozusagen Luxusware da auch noch sich importieren hat lassen, mit Clowney und gut gedraftet zum Teil auch, aber auch die Leute wirst du bezahlen müssen. Mhm. Die Frage, die ich glaube, die vielleicht korrigiert sein muss, ist Baker Mayfield jemand, der Grund ist, warum du gewinnst? Ja, definitiv, das haben wir letztes Jahr gesehen. Er ist der Quarterback gewesen, der hat die Mannschaft angeführt und der hat es gezeigt. Natürlich ist Nick Chubb ein Thema, das ist klar, aber Nick Chubb allein macht es nicht. Baker Mayfield ist dann eben auch der Typ, der Nick Chubb im Ball gegeben hat, haben wir auch gesehen. Ja. So, aber was man natürlich sagen muss, ist, die Browns, jetzt haben sie nur die Chance, eben nicht diesen langfristigen Vertrag zu geben und es anders zu machen, wie es die Rams vor ein paar Jahren mit Jared Goff gemacht haben. Das ist das einzig Wichtige. Ja. Das ist das, glaube ich, was Barry eben war. Und deswegen sind sie einfach in der Lage. Ich glaube halt einfach, dass die Browns einfach medial einfach so ausgeschlachtet werden, weil es eben so ein super Dreamteam war. Es ist ja dann eben die ganze Beckham-Geschichte noch da gewesen. Da gibt es halt immer Drama. Er hat sie ja eh selber thematisiert jetzt in die vergangenen Tage, weil es ja schon geheißen hat, er hat sich überworfen mit Stefanski und was Gott was alles. Das lieben sie halt, weil Baker halt schon immer seit seinen College-Tagen einfach so ist. Also der baut halt irgendeinen Scheiß sozusagen oder eckt an. Ja, ist mir egal. Ich liebe den Typ. Er soll bitte bei den Browns weitermachen. Bester Mann. Okay, Lenny, noch die letzte Wortmeldung zu diesem Thema. Ja, vor allen Dingen, vielleicht fangen wir mal an. Jetzt hört auf, mich gleich zu schlachten. Vielleicht fangen wir mal an, Baker auch mal eine gute Waffe in Offense zum Zuwerfen zu geben. Wirklich ein Wide Receiver One. Du hast dann Jarvis Landry, der macht 15 für 25 Yards. Odell Beckham war ein Schatten seiner selbst. Das alles, also wirklich siehst du ja bei den Rams auch, der Typ ist kein WR1 mehr. Gib ihm doch mal einen Wide Receiver Number One. Gib's ihm doch mal und schau, was er dann macht. Gib's ihm und schau, was er macht. Und nun hört mir mal auf mit diese Browns-Franchise war am Boden. Die war wirklich für Jahrzehnte am Boden. Die haben jetzt seit 4 Jahren, auch wenn sie jetzt mal jetzt mal ernsthaft, was haben sie dann erwartet? Letztes Jahr Playoffs, dann schaffst du es dieses Jahr vielleicht nicht. Vielleicht geht's nächstes Jahr wieder hoch. Die Browns, sie werden noch mal wieder ernst genommen. Wir lachen doch nicht mehr über die Browns. Außer Leute in ihren shiny Dolphins-Jacken, die hier oberkörperfrei sitzen vielleicht. Aber sonst lacht doch keiner mehr über die Browns. Dann müssen wir, also lachen auf jeden Fall nicht. Lenny, da bin ich bei dir. Es sind keine Lachen. Nummer, aber man ist natürlich aufgrund des Hypes, der entstanden ist, vielleicht ein bisschen schadenfreudig. Das ist vielleicht das Einzige, was Leute heute sind. Stoney, du wolltest noch, die muss ich auch noch die Chance geben, weil du ja sozusagen doch die beiden gegen dich hast in diesem Thema. Also bitte von dir die letzte Frage. Es geht mir nur um das. Burrow hinter dieser O-Line und wir reden von einem MVP und vielleicht einem Super Bowl-Contender in dem Jahr, wo es so gut gerannt ist.
Big Ben hat sich selber geschlagen in dem Playoff-Game und mehr war da nicht. Wenn du ein Culture-Changer bist, dann mach's doch. Er hat schon 4 Jahre Zeit gehabt, nicht weil sein Arm an einem seidenen Faden hängt. Mach mal Gegenfrage. Landry Love. Es gibt irgendeinen Typen, der hat Landry Love. Ist eine PPR-Maschine, was Fantasy. Chaos Renfrew macht. Come on, das ist ein einfacher Pass. Chubb, Killer, O-Line, Top. Und dann hast du Odell. Und wenn du mit dem Typen eigentlich, mit dem müsstest du dich ja normalerweise irgendwie, das ist der Antonio Brown von TB12. Die haben alle einen Ring auf der Hand. Stony, eine Gegenfrage für alle. Wo war Browns vor Baker? Wo sind sie nach Baker? Lenny, muss ich schon sagen, das ist nicht der Grund, dass Baker Mayfield mit seinem grandiosen Quarterback-Play das alles, sagen wir mal, nach vorn getrieben hat. Das waren Jungs wie Denzel Ward, das waren Jungs wie Miles Garrett, etc. Solche Jungs. Du baust die Franchise auch auf, also um Miles Garrett. Du solltest es um die Tiefe zu aufbauen und vor allem auch um diese unglaubliche O-Line, die sie haben. Das ist eigentlich der Haupt. Also, er hat letztes Jahr 26 Touchdown, 8 Interceptions, hat die Playoffs erreicht. Aber seit 2018 die meisten von allen. Also muss man auch sagen. Ja, das war, ja. Wie gesagt, er hat, schau doch mal die Offensive Coordinator Cup an, für die er spielen hat dürfen. Aber dann damit ist alles gesagt. Aber wir können Justin Herbert und Joe Lombardi reden. Aber weil ich glaube, wir wissen alle, stimmt, was der kann. Aber dass du ungenau wirfst, hat ja nicht nur was mit dem Offensive Coordinator zu tun. Ja, aber mit dem Scheme, was ist denn das für Scheme? Ja, aber bitte? Martin, das ist. Wenn du sagst, der Burrow macht da was Gott, wie viele Yards, der darf immer vertikal gehen. Baker geht ja nicht vertikal, der macht immer irgendwelche Sachen. Am Ende des Tages bin ich der Quarterback und ich sag, wo der Ball hingeht. Ja, das mag ich auch mal. Er trifft sie nicht. Also dieses Spiel letztens, er trifft niemand. Vielleicht, weil er ja, wie der Lenny gesagt hat, eine Schulter hat. Das ist halt auf halb Martin, 8. Martin? Das wird super als Podcast zu hören übrigens. Leute, alle, die das nur hören, werden richtig viel Spaß haben. eine Frage zuerst an den Martin. Martin, von jedem vielleicht nur ein Satz noch. Martin, holen Sie Competition rein, ja, nein? Nein. Lenny? Ich glaube, Case Keenum ist die Competition. Stoney. Sollten sie. Ich glaube, durch das, dass er sich eben so sicher ist, so ein Typ, was der Martin sagt, der denkt sich, er kommt hin und mit dem Case Keenum verschlitten. Egal, was ich mache. Und das ist eben diese Einstellung, die er hat. Hätte er Druck dahinter, hätte er Panik um seinen elendigen Job. Würde es ihm so gehen, wie Hurts, der da vielleicht performen. Es gibt Leute, die kriegen keine Zeit und haben jede Woche Druck von allen. Aber Baker darf machen, was er will, weil er irgendwann einmal draußen gegangen ist in Oklahoma und hat jedem gezeigt, ich bin der Digga Sack. Du bist nix. Null. Okay, du hast noch nichts gezeigt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ihr habt jetzt, das Publikum hat auf Twitch und auf YouTube jetzt die Möglichkeit, diese erste Runde zu bewerten. Wer hat am meisten überzeugt? Die Umfrage startet jetzt. Achso, warte mal kurz. Hab schon reingehaut. Du hast es schon reingehaut. Ja. Aha, okay, sehr gut, ja, passt. Dann machen wir das jetzt selber auch auf Super Soli. Dann mach das bitte jetzt immer, weil dann kenne ich mich da aus auch in der ganzen Geschichte. In der Zwischenzeit wollte ich nur natürlich auch noch euch auch die Möglichkeit geben, euch beiden, weil ihr seid ja auch noch anderweitig unterwegs sozusagen. Ihr tut ja auch noch andere Dinge online. Lenny, ich will mit dir beginnen. Du bist ja auch sehr präsent mit der Footballerei dieses Jahr. Was dürfen wir von dir im Januar noch bis Ende der Saison sozusagen hören? Ich bin nächste Woche Montag tatsächlich nach dem Wildcard-Weekend bei der Footballerei und ansonsten glaube ich tatsächlich im Februar erst wieder, die Woche vorm Super Bowl tatsächlich, wo wir nochmal analysieren, aber ansonsten mal gucken, vielleicht wahrscheinlich nochmal ganz oft im Frühstücksei mit Flo, was auch immer super ist, also das klingt ja immer alles so toll, aber es ist wirklich so, ich sage dann zu meiner Frau, auch übrigens, ich stehe morgen um 5:30 auf, dann schleiche ich mich ins Wohnzimmer, weil alle Kinder schlafen, dann hole ich mein Handy raus, er ruft mich an, wir nehmen das auf, ich muss aufpassen, dass ich nicht rumschreie, weil ich hier so in der Mietswohnung leider noch so Irre unter uns haben, die dann sofort anfangen rumzuschreien und dann nimmst du das auf und dann versuchst du dich wieder hinzulegen, kannst nicht pennen, trinkst 3 Kaffee, fährst zur Arbeit, kannst direkt das erste Mal auf den Schacht und bist eigentlich den ganzen Tag nur ausgelaugt, also das ist diese Tage. It's a hard knock life. Aber der Roughneck schreibt gerade übrigens im Chat, dass das Frühstück mega war. Vielleicht auch noch einige rückblickende Kommentare zu der Baker Mayfield-Geschichte. Minnesota Markus ist hier. Sorry, aber Baker ist fix kein Burrow, egal welches System. Nitrio sagt, ich schätze, mit Minshew hätten die Browns mehr gewonnen. Glaube ich nämlich auch. Marker 16 mit Keenum wären sie wohl nicht viel schlechter dieses Jahr gewesen. Also, man muss aber sagen, die Baker Love ist einfach auch ein bisschen verschwunden. Er war ein großer Schatz in der Community und das ist ein bisschen,
bisschen. Aber kann man Baker nicht in dem Sinne nur, jetzt mal ernsthaft, nur von der Popularität so ein bisschen mit diesem Rodgers-Brady-Ding vergleichen? Das ist, nein, nicht, es hat nichts mit dem Spielerischen zu tun, aber Aaron Rodgers hat sich auch durch eine Aktion die Massen komplett gespalten. Entweder du sagst, er ist der größte Affe, der rumläuft, weil er irgendwelche Pferde-Immunisationswürmergeräte nimmt, und manche sagen, er ist immer noch der Beste, weil er seine Meinung gestanden hat. Bei Baker ist es ja genauso. Der hat Eier gezeigt und so weiter. Vielleicht manche rechnen ihm hoch an, dass er verletzt gespielt hat. Er nimmt einen fürs Team, bla bla bla. Manche aber kritisieren es. Aber Lenny, hand on heart. Diese nicht Rodgers-mäßig, ja, aber diese Top-Leistung, die war wirklich das letzte Jahr, war, ich sag's ganz ehrlich, war gut, aber in 4 Jahren, jetzt ohne Spaß, er hat sich das gar nicht verdient, dass er das so machen könnte, dass er irgendwem spalten kann. Ich finde die Leistung zum Beispiel von den letzten Jahren, wenn du es jetzt so nimmst, und ich weiß, keiner mag ihn oder keiner Ding, aber ein Herbert ist mehr aufgefallen, viel mehr Alarm, ein Lamar Jackson, ohne Spaß. Und wenn ihr nachschaut, ich habe mir das eben angeschaut auch, er ist zum Beispiel auch von den Completions her und von der Percentage-Ding, er ist auch ein genauerer Quarterback. Das ist auch traurig, wenn du in Wirklichkeit sagst, der kann in Wirklichkeit nicht werfen. Ich bin ja genauso der Typ, ich würde ihn ja feiern, aber es muss ja am Spielfeld auch irgendwas kommen. Aber Sonny, ich glaube, es gibt keine Diskussion. Also ich würde niemals diskutieren, dass ein Herbert oder ein Lamar Jackson schlechter ist als Baker Mayfield. Auch wenn Lamar Jackson kriegt unberechtigt Kritik, die sind besser, sage ich auch. Aber ich finde dieses, also wenn wir jetzt beim Real sind, du hast einen First Overall Pick, der hat 4 Jahre, der hat seine Fifth Year Option. Warum? Du hast dieses Roster momentan, das ist so aufgeladen, das ist so teuer. Und wir haben ja da schon auf Twitter drüber diskutiert, man kann es ja sagen. Ich glaube, du kriegst keinen besseren momentan. Das ist das größte Problem. Lenny, aber mir geht's um das. Ich möchte nur kurz unterbrechen. Sony, vielleicht nur einen letzten Satz noch dazu. Ja, einen einzigen, weil dann gehen wir in die nächste Runde. Ich sag, das, so wie Sie das gesagt habt, das muss es sowieso. Es ist aber jetzt dann wirklich, wenn das jetzt so eine Saison wird, wieder, ich sag, eine 16, das 16. beste Quarterback, dann muss ich genauso, wie ich glaube, der Martin hat es vorher gesagt, dann gibt's denen ja eh keinen Vertrag. Und das finde ich, das muss dann schon drinnen sein. Und so viel Zeit eben und so viel Scheiße bauen, haben eben Darnolds und so weiter in Wirklichkeit nicht machen dürfen und sind jetzt irgendwo. Und es stimmt, das gebe ich euch auch, ein Darnold hat nicht mal so performt wie Mayfield. Aber es geht mir um das, 2, 3 schlechte Spiele und du bist normalerweise im Keller. Dann kommen wir weiter zur nächsten Runde. In der nächsten Runde müssen unsere Kämpfer unter Anführungszeichen nämlich mit einem einzigen Wort beschreiben eine Situation. Sozusagen, wir haben einen Satz hingestellt, da fehlt ein Wort und dieses Wort muss ausgefüllt werden. Wir haben einen Zwischenstand übrigens nach der ersten Runde mit YouTube und mit Twitch-Stimmen zusammengezählt. Führt Lenny mit 27 Punkten vor, Stoney mit 26 Punkten. Martin abgeschlagen auf Platz 7. Aber der Martin Platz kommt. Platz 7, wir sind ja nur zu Entschuldigung, auf Platz 3. Mit, auf das Platz, ist das Lions-Ding. Aber wenn man es. Das ist Lions-Ding, aber wir wissen auch bei den Lions, die haben gute Comebacks. So, Martin, von dem her, wir werden schauen, wie das geht. Erstes Thema oder das erste Wort, das wir suchen. Wir haben nämlich natürlich, ich glaube, viel zu wenig Leute reden über die Tennessee Titans. Ich glaube, das ist etwas, was ein bisschen, wir haben das ganze Jahr eigentlich niemand gemacht. Irgendwann einmal im Oktober, als sie ganz oben waren, haben dann alle gesagt, watch out for the Titans. Dann hat sich Henry verletzt, dann haben alle sie eigentlich abgeschrieben. Alles, was sie gemacht haben, ist, dass sie trotzdem die Nummer 1 Seed geholt haben. Und das in der AFC mit den Teams wie eben Buffalo Bills, Chiefs etc. Da sind die Tennessee Titans die Nummer 1. Man kann sagen, sie spielen natürlich gegen eine unter Anführungszeichen Division, ob man das so nennen kann, ist aber egal. Und sie bekommen aber jetzt auch Derrick Henry zurück. Er hat bereits trainiert, wurde jetzt noch gegen die Texans geschont. Das soll auch gut so sein. Und jetzt natürlich ist die ganz, ganz große Frage für die Playoffs. Die Titans sind in den Playoffs. Martin, welches Wort würdest du da einfügen? Jetzt. Die Titans sind jetzt in den Playoffs. Ganz einfach. Und zwar nichts anderes. Wenn ich über die Titans noch irgendwas sagen soll, ich traue denen nicht. Ich traue denen absolut nicht. Auch wenn Julio Jones jetzt sogar einen Touchdown gefangen hat, aber ich traue denen mit keiner Ding. Also auch wenn Derrick Henry wieder herkommt. Ich glaube, die haben einen extrem einfachen Schedule gehabt. Das täuscht da ein wenig sehr darüber hinweg, dass sie eben, ja, warum sie auf Platz 1 sind, das ist eigentlich alles. Ich glaube nicht, dass die da stehen, oder ja, auf der 1, da gehören sie definitiv nicht hin in der AFC.
schön, dass sie die Bye-Week haben, aber auch wenn Henry kommt, Henry kann natürlich zerstören, wenn er wirklich wieder fit ist. Wir haben es da im Vorfeld schon gesprochen, ja, wir werden Lenny jetzt sicher nicht seinen Take zerstören. Also ich glaube, den wird er sicher danach noch bringen. definitiv, ich glaube nicht, dass sie weit kommen werden, ehrlich gesagt. Okay. Lenny, welches Wort fügen wir ein? Die Titans sind ... in den Playoffs. One and done. Muss man jetzt zusammenschreiben. Okay. Sag uns warum. Einfach aufgrund der Gegnerkonstellation in der AFC. Die Titans schlagen da meiner Meinung nach gar keinen. Und das liegt einfach daran, dass das Team limitiert ist in einigen Wegen. Du hast das ja auch gegen die Texans jetzt gesehen und so weiter. Die rennen den Ball zwar gut und ich weiß, jeder erwartet diesen King Henry Return und so weiter. Leute, was man nicht vergessen darf, der Typ ist ein absolutes Monster und ich traue dem alles zu. Was man aber nicht vergessen darf, er wiegt 130 Kilo bei seiner Größe. Der hat sich einen Fuß gebrochen. Da sind 130 Kilo mit so und so viel G. Bei jedem Schritt knallen die auf den Boden, werden von Gegnern umrissen. Er fängt im März an zu trainieren oder im April, damit er für die Saison im September fit ist. Der ist seit 8 Wochen verletzt, jetzt wieder fit. Er kann nicht bei 100% sein. Und auch wenn sie den Ball weiter gut rennen, ich habe keinen Respekt vor diesem Derrick Henry als Gegner, weil ich genau das sage. Jeder Defensive Coordinator wird mir sagen, hab's keinen Respekt vor denen. Das kann gefährlich sein, aber ich glaube, so wie ich mein Playoff-Bracket habe, spielen die Titans gegen die Bills. Und nee, ist ja auch egal. Gegen die Bengals oder Bills, egal, beide Teams besser. Okay. Stoney, welches Wort suchen wir bei die Titans sind ... in den Playoffs? Ja, kann man auch zusammenschreiben. Leider Gottes haben wir da denselben Take, one and done. Wir fragen uns doch in Wirklichkeit alle, wie die Titans die letzten Spiele auch gewonnen haben. Sie haben genau ein Team geschlagen mit einem positiven Rekord. Ich glaube, die letzten 5 Spiele waren 35-49 oder so irgendwas, wenn du die Teams zusammennimmst, irgendetwas. Genau dasselbe wie der Lenny. Die Woche Pause wird ihnen vielleicht sogar noch dann zum Verhängnis. Aber unterschätzt ihr nicht vielleicht doch die Defense oder die Art und Weise, wie sie auch Spiele gewonnen haben das Jahr? Ich meine, es wirkt so, als hätten die eigentlich immer eine Antwort, oder nicht, Martin? Oder reden wir da jetzt einfach nur wieder Vrabel zu hoch? Ja, definitiv. Ich glaube nicht, dass die auf alles Antwort haben. Ich finde die Defense auch nicht gut. Also das ist, du hast sehr schön gesagt, sie spielen halt gegen irgendwie so was wie eine Division und das ist halt meh. Also ich bin da bei den anderen Jungs, one and done ist definitiv. Du hast gesagt, sie haben ja immer eine Antwort. Ja, die Antwort heißt nach deiner, also du hast 2 Spiele vor der Bye Week verloren gegen Houston und England, dann hieß deine Antwort, du hast gegen Jacksonville gewonnen, du hast gegen Pittsburgh verloren, du hast gegen San Francisco 2017 gewonnen, du hast gegen Miami gewonnen und du hast gegen Houston gewonnen. Wenn das deine Antwort ist, ja gut, ist nicht die beste Antwort, sage ich, für die Teams, die da jetzt in den Playoffs auf dich warten. Aber Stoney, ist nicht Run the ball und play good defense, das Rezept, wie man gewinnt? Leider Gottes, ich weiß nicht, was ist. Sitzt da hinter mir, keine Ahnung, wo er jetzt auf einmal daherkommt. Anscheinend bedient er sich meinen Takes. Ich sage genau dasselbe. Es ist leicht, eine Antwort zu haben gegen die Jaguars. Und wir sehen, wie die Steelers daherkommen. Hey, und gegen die geht's dann schon wieder nicht. Irgendetwas. Es wird nicht reichen. Spannend, wir haben einige Takes auch vom Publikum im Chat. Der Dertos schreibt unvorhersehbar. Wäre der Take, den ich am ehesten nehmen würde. Nummer 27 schreibt Underdog. Duktus Adeus sagt unnötig. Also auch diese Wörter gibt's. Wir kommen zum nächsten Thema und wir suchen wieder die Wörter. Denn die Rookie-Klasse, wir sind genau in der Konstellation vor einigen Monaten zusammengesessen und haben geschwärmt von dieser Rookie-Klasse. Wir haben über Mac Jones Sachen gesagt, wir haben über Trevor Lawrence noch viel, viel bessere Sachen gesagt. Und dieser Trevor Lawrence hat jetzt seine Rookie-Saison beendet. Wir haben auch hier einen Tweet, den ich rausgesucht habe, nach 16 Wochen. War von den Rookie-Quarterbacks laut PFF Grade Trevor Lawrence nur der 4. von 5 und hatte dabei ein Grade von 56,5, war damit nur knapp besser als Davis Mills und fast 30 Punkte schlechter als der bestgegradete Rookie-Quarterback Mac Jones. Gehypt wurde Trevor Lawrence bis ins Unendliche, aber ist er ein Culture-Changer? Hat er das jetzt auch schon dort gemacht? Ist er eine Präsenz auf dem Platz und vor allem, ist er wirklich die Zukunft dort? Können wir von dem einen Jahr schon etwas sagen oder nicht? Die Frage ist allerdings jetzt mal,
vervollständigt den folgenden Satz. Lenny, du beginnst. Die Rookie-Saison von Trevor Lawrence war... Erwartbarer schlechter als die von Mac Jones. Mac Jones QB1. Das bedeutet, was schreibe ich da jetzt rein? Erwartbar schlechter. Erwartbar schlechter als die von Mac Jones. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den April noch an einen extrem gut aussehenden Typen erinnern könnt, der gesagt hat, Mac Jones QB1. CDR. Okay. Glaubst du, dass er, dass wir noch Besseres sehen werden? Oder was braucht er vor allem coachingtechnisch, damit er das zeigen kann, was wir alle glauben, was er ist? Weil das letzte Spiel war eigentlich jetzt doch sehr, sehr gut. Ja, also ehrlich gesagt, gestern hat er auch gezeigt, zu was er imstande ist tatsächlich. Wenn, vielleicht war das gestern gut, dass es einfach darum gar nichts ging, so nach dem Motto. Es war das letzte Spiel, man konnte wem was vermiesen, er wirkte befreiter. Er hat natürlich auch kein einfaches Jahr gehabt mit Urban Meyer und mit den ganzen Umständen. Ich hoffe, dass er einen Coaching-Staff, wir haben uns da lange drüber unterhalten, ich hoffe, dass er einen Coaching-Staff bekommt, einen sehr modernen Coaching-Staff, einen Kellen Moore oder einen Doug Peterson vielleicht oder so, der einen QB aufbaut. Und was die Jaguars absolut brauchen, die Defense ist mir ehrlich gesagt völlig egal, aber wenn Trevor Lawrence die Antwort sein soll, ein Wide Receiver, der nicht Marvin Jones ist, der WR2-3 ist, auch wenn er, ja, und vielleicht eine O-Line, die noch ein bisschen besser ist, und dann sehe ich Trevor Lawrence, gestern hat er das angedeutet, auch auf einem Level, auf einem besseren Level. Stoney, du bist der Nächste, welches Wort darf ich einsetzen? Die Rookie-Saison von Trevor Lawrence war? Wash. Liegt nicht nur an ihm. Ganz am Anfang haben wir noch drüber geredet, wenn du ihn nicht mit dem Laufspiel, obwohl du einen fähigen Running Back hast, ein bisschen entlastest, ist er eine arme Sau. Er hat nämlich nicht diese O-Line zur Verfügung, überhaupt wenn es ein bisschen dann lädiert auch noch sind. Und dann wird es erbärmlich für einen Rookie-Quarterback. Und dann kommt dazu, das Team hat, ich weiß nicht, wann war es, Woche 3, Woche 4, quittet alles, weil sie gegen einen Coach spielen oder weil sie überhaupt nicht mehr, ja, das sold sind. Und dann wird es richtig gefährlich. Ich sag ganz ehrlich, das Positivste ist, dass es ohne Verletzung überlebt hat. Martin, welches Wort dürfen wir einfügen? Peyton Manning-esque. Ah, das auf den Take habe ich, auf den Take habe ich natürlich gewartet, weil da wollte ich eigentlich auch hin raus, Martin. Ist es denn so? Weil ich fand doch eigentlich, dass wir ihm das ganze Jahr sozusagen nicht kritisiert haben. Wir haben nur gesagt, ja, Trevor Lawrence ist halt beim Arschteam. Ja, aber grundsätzlich sind eigentlich fast alle Rookie-Quarterbacks bei Arschteams, weil sie halt sonst nicht zu früh genommen werden. Glaubst du wirklich, dass da dahinter noch etwas steckt? Also, wenn man die College-Karriere von Trevor Lawrence verfolgt hat, dann ist es, er ist zu Recht auf Nummer 1 gegangen. Er hat ein riesengroßes Potenzial. Er hat halt das große Problem gehabt, dass er mit Abstand durchgeknalltesten Vollidioten als Headcoach bekommen hat, nämlich Urban Meyer, der lieber irgendwie nicht mit dem Team mitfliegt. Ja? Also das sind Dinge, die brauchst du nicht in deiner Rookie-Saison, schon gar nicht. Und dann da hast du keine guten Receiver, gar nichts. Natürlich waren da furchtbare Pässe dabei, aber wie gesagt, schauen wir uns die erste Saison von Peyton Manning an, die ist sehr ähnlich von den Zahlen gewesen und dann ist es richtig abgegangen. Peyton war auch auf Platz 1, ist auch an Number 1 gegangen und ja, es hat schon den Grund gehabt, warum jeder so gehypt war auf Trevor Lawrence, immer wieder diese Vergleiche schon im College gekommen sind und so weiter und so fort. Also traue ihm definitiv einen massiven Sprung nach vorne zu. Es muss halt eben einfach einmal irgendwas funktionieren bei den Jacksonville Jaguars. Wenn jetzt dieser GM weiterhin dort umwirken darf, dann wird es wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Dann könnte man nächstes Jahr da sitzen und wirklich sagen, ist Trevor Lawrence einer der größten Busts aller Zeiten. Könnte sein. Dann müssen wir wahrscheinlich dann da den Kollegen Ryan Leaf jetzt erwähnen, aber schauen wir mal. Gehen wir, ich möchte jetzt von jedem nur einen ganz, ganz kurzen Take. Lenny, Panik bei Trevor Lawrence oder ist es komplett easy peasy? Du bist auf Mute, Lenny. Wir hören dich nicht. Sorry. Das ist ein Minuspunkt. Das ja, absolut. Das ist definitiv ein Minuspunkt. Das ist auch wirklich schlecht. Panik ist. Und der Martin gleich, na geh. Ihr seid aber so lieb, ihr Bussebären. Panik ist das falsche Wort, aber ernsthaft muss sich was ändern. Ansonsten, ja, aber darf ich ganz kurz noch zu Martin sagen: Peyton Manning hat um Wellen länger gespielt in seiner Rookie-Saison als Trevor Lawrence. Korrekt. Stoney, was sagst du? Panik oder easy peasy? Ich, ganz ehrlich, so wie wir auch geredet haben, schon 100.000 Mal, Jaguars
ist ein Problem. Und das, deshalb habe ich ein bisschen Panik. Es gehört nicht nur der Quarterback eben dazu. Es gehört dieses Ganze. Über wen ich wirklich Panik gehabt habe, war eben Burrow. Und wir haben es wieder gesagt. Weil da fehlt eben das, hey, du musst den Typen auch irgendwie ein bisschen schützen, ein bisschen aus dem Ding. Das ist ja Chaos, was dort ist. Und das Beste ist, wenn er vielleicht noch die nächste Saison überlebt. Also, es ist gefährlich. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr da sitzen und sagen, Trevor Lawrence, yeah, einen Schritt nach vorne. Bei der schlechten Saison muss er sowieso machen. Aber mir gefällt der Take von Martin hier wirklich sehr, sehr gut. Es ist natürlich riskant, es so hinzustellen, weil du natürlich einen Vergleich mit Peyton Manning immer, sagen wir mal, im Nachhinein vielleicht bereust. Aber es stimmt, du kannst diese so auf jeden Fall vielleicht vergleichen, aber dazu muss eben dann, wie auch best bei den Colts damals war, wahrscheinlich einfach alles dann drumherum passen. Vor allem, was die Winning Culture dort betrifft und vor allem, was, glaube ich, die Franchise als Ganzes betrifft, wohin es geht. Noch vom Publikum einige Meldungen. King Cookie 85 sagt vermeiert, das finde ich passt sehr, sehr gut. Herbst die 142 schreibt verschwendet. Das ist auch nicht schlecht. Und der Beefko schreibt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also wir werden sehen. Aber habt ihr gerade den Lügendetektor, der Hypokrit, habt ihr den Ausschlagen hören? Nein. Oh ja, die Jaguars sind's, die haben eine Losing Culture, da kann der Lawrence gar nicht zu. Oh, der Baker, das ist alles seine Schuld, weil die Browns waren vorher so eine tolle Franchise. Da. Merkt ihr, wie da mit zweierlei Maß gemessen wird? Merkt ihr es, was Trevor Lawrence ist genauso scheiße. Das war nicht die Frage, Lenny. Dann kommen wir zum Abschluss der zweiten Runde. Und da reden wir natürlich wieder über die Playoff und über die Playoff-Teams. Und das ist wirklich ganz, ganz, da freue ich mich richtig drauf, denn es gibt wirklich, finde ich, einige richtig spannende Storylines, wie zum Beispiel die von Ben Roethlisberger. Ich liebe es immer wieder, wenn die großen Spieler unserer Zeit noch einmal auf diesen letzten Rodeo hin galoppieren, möchte ich fast sagen. Er hat es ja doch auch wieder geschafft und wir haben auch hier einen wunderschönen Tweet von den Steelers. Ben Roethlisberger has now the second most game-winning drives, including playoffs, in the Super Bowl era. Das ist wirklich mal etwas, was sich zeigen kann. Ich finde, das ist die beste Storyline, die von allen Teams, die in den Playoffs sind. Aber und da können wir jetzt auch andere Teams reinnehmen. Die beste Story aller Playoffs-Teams sind die ... Stoney, du darfst beginnen. Wieder keine Waffen für Aaron Rodgers. Was wird aus den Packers? Sie haben alle drei Preseason-Spiele verschissen und dann gegen die Saints nur drei Punkte. Sie haben gegen die Lions verloren. Bam, Packers, natürlich, easy. Mit dem Start und mit dem alles in Ding. Und dann jetzt A.A. Rod mit einer MVP-Saison. Die Packers am Rollen und am Steamen. Und ja, we give it Lions Week. Weil wir schon noch eine Woche zu und warten, wer kommt. Und das Beste, ungeschlagen daheim. Und guess what? Wer hat Homefield Advantage in den ganzen Playoffs? Let's go. Book it. Packers, Super Bowl, Collision Course. Oh, das hört sich natürlich für mich sehr, sehr gut an. Ich werde dazu jetzt nichts sagen, weil ich als Packers-Fan natürlich. Aber ich finde auch, das ist auch eine sehr, sehr interessante Storyline, vor allem mit dem ganzen Drama, das wir gehabt haben am Draft Day. Wir waren ja auch alle hier gemeinsam versammelt und haben darüber spekuliert, wie das denn weitergehen wird. Ich glaube, die wenigsten hätten gesagt, dass es wirklich so eine eigentlich fast idyllische Saison wird, wenn wir jetzt einmal vom Covid-C unter Anführungszeichen absehen. Martin, welche Story gefällt dir am besten? Die beste Story aller Playoff-Teams sind die... Ja, also da bin ich biased. Ich muss die Rams und Matthew Stafford natürlich nehmen, weil er wird es schaffen. Er wird seinen ersten Playoff-Sieg erreichen. Er wird es schaffen, in die Fußstapfen von Tim Tebow zu kommen und endlich einen Playoff-Sieg zu erreichen. Es ist ein absolut loaded Team, ja, das jetzt wirklich nur noch fällt und steht mit der Performance von Matthew Stafford, die in den letzten Wochen extrem scheiße war, muss man ganz klar sagen. Also die Interceptions, die er da rauswirft, die sind ja wirklich fürchterlich. Aber ja, wenn er sich irgendwie, er muss die PS jetzt einfach wieder auf den Boden kriegen, dann geht's richtig rund. Sie haben ja alles da, es ist loaded, offensiv, defensiv. Von Miller ist da, Aaron Donald ist da. Ist ja schon fett. Ja, also, aber vor allem werden dann die Rams ja auch, würden ja wieder zu Hause die Super Bowl spielen. Ne? Also, genau, ist ja auch sehr schön. Also ja, hat was, hat etwas. Ich wünsche es mir. Und ja. Hat was. Lenny, hast du eine feurige Antwort? Kannst du uns eine Story geben, die vielleicht nicht offensichtlich ist? Nee, sie ist eigentlich sehr offensichtlich und ich bin tief getroffen, dass es hier keiner gesagt hat. Wenn man einfach nur mal die Zeitung aufschlägt in einem gewissen Ort. DUI und Mord. Coach rassistisch raus. Nochmal die DUI danach. Team ist völlig am A.
Derek Carr, ekelhafter Quarterback. Vegas hat keine Fans. Aus Oakland weggezogen, warum auch immer. Let's go. John Madden. The autumn wind is a raider. Playoffs. Was gibt's für eine bessere Story? Du hast gestern in deinem neuen Stadion im Todesstern der ganzen Welt gezeigt. We did it. We don't tie. We're in and they are out. Und du hast es allen gezeigt. Was gibt's für eine bessere Story? Aber hört ihr den Hippokrat, den Lügner ausschlagen? Aber da muss man dem Benny aber zugeben. Eine gute Story sind die Raiders. Habe ich Angst vor ihnen? Das glaube ich halt eben nicht. Auch wenn ich glaube durchaus, dass sie gegen die Bengals jetzt durchaus bestehen können. In einem wunderbaren Samstag 22.30 Uhr Spiel, das wir uns alle gequält sind anzuschauen. Wo wir uns dann noch sagen werden danach, wir haben noch ein paar Spiele. Es kann nur besser werden. Aber das heißt, okay, also Steelers zum Beispiel interessiert euch überhaupt nicht oder glaubt ihr einfach zu wenig daran? Niemand. Gar nichts. Niemand. Also jetzt mal, also für alle Steelers-Fans, ich wirklich, euer Team, Mike Tomlin ist eine absolute Legende. Euer Team hat was geschafft, das hätte niemand für Möglichkeiten. Aber wenn du diesen Typen da, der aussieht mittlerweile wie so ein 50 Jahre gewordener Hooligan in England, der trotzdem noch am Samstag in die Kneipe geht, weil er nichts anderes zu tun hat, aber eigentlich mit seinen Kindern was machen sollte, der dann diese Bälle wirft, der kann genau einen Pass und das oder zwei Pässe. Das ist ein Slant und ein 5-Yard-Out. Sonst geht da gar nichts mehr. Wer will das sehen? Also vor allem, die werden 46-3 abgeschlachtet von Mahomes. Das ist das Feel-Good-Game für die Chiefs. Wer will das sehen? Und das ist auch noch, ist Sunday Night, ne? Nee, ist Sunday Night, oder? Ich glaube, das ist so um 22 Uhr am Sonntag, glaube ich. Stoney, was wäre deine Traum-Super Bowl? Roll Squad gegen wem auch immer. Martin, hast du sowas wie eine Traumpartie, die du sehen willst? Absolut nicht. Die Lions sind nicht dabei. Mir interessieren die Playoffs ja generell nicht. Also, alles so gut. Schön. Dann kommen wir in die, unter Anführungszeichen Pause. Lions-Fan und dann Fans, das ist so geil. Was Dummes ist jetzt ja unglaublich. Das muss ich mal zusammenkriegen. So gut. Dann kommen wir zur Abstimmung sozusagen von nach Runde Nummer 2. Wir kommen dann nämlich in die nächste Runde. Und ja, Stoney, kannst du die... Ja, kommt schon. Wunderbar, es freut mich sehr. Wir wollen... Martin ist dran. Martin, genau. Ich wollte noch etwas sagen. Martin, du hast ja eben auch... bist ja auch unterwegs nebenbei, machst ja sehr, sehr viel, nicht nur Football, du bist ja ein Mann voller Hobbys und voller Facetten. Was machst denn du noch so nebenbei? Wo finden dich Leute und was sind so deine Projekte für die nächsten Monate? Also ich werde definitiv jetzt wieder für einen Standard die Playoffs machen, das habe ich beschlossen. Mal schauen, ob es dann wirklich so passiert, aber ja, das ist einmal das Erste. Dann natürlich viel Musik. Ich höre sehr viel Musik, ich spreche sehr viel über Musik auf Pandreed Music, das findet ihr auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter und so weiter. Das ist einfach schön. Mag es sehr gerne. Das ist einmal das Wichtigste. Und sozusagen. Aber das wollte ich immer fragen, sag mal, quälst du dich auch ab und an durch ein Album, wo du sagst, warum mache ich das? Ja, natürlich. meistgesehenes Video ist ja die Review zu Helene Fischer. Rausch. Und das waren 1,5 Stunden, die ich mir öfter anhören habe müssen, damit ich ja irgendwie was dazu sagen kann. Ja. Wie rauschig? Ich meine, war eh nicht so schlecht, aber es ist halt schon teilweise zack. Wie rauschig warst du danach? Ich bin nie rauschig, ich bin in einer seriösen Show da, deswegen trinke ich heute Wasser. Ja, noch aber nie betrunken. Ich meine, während Helene Fischer rauschig? Nein, natürlich nicht. Nur berauscht von ihrem Gesang, natürlich. Aber kannst du das... Also objektiv bewerten, weil jedes Mal, wenn ich das höre, wenn ich, sage ich mal, 4 von diesen Pullen hier getrunken habe, dann kann ich das nicht mehr objektiv bewerten, sondern dann sage ich, Fieber und so weiter. Aber kannst du das, wenn man sich das anhört, wirklich objektiv bewerten und so denken, ja, das ist schon nicht schlecht gemacht, weil das klingt, es ist ja Musik wirklich für eine spezielle Zielgruppe. Wie kann man das objektiv bewerten? Ja, aber das gilt ja für jede Musikrichtung, nicht? Also ob das jetzt Schlager ist oder Metal ist und so weiter, das ist ja alles. Dem einen gefällt das mehr, dem anderen das und so weiter. Es ist halt schon so, wenn du einfach so viel Musik die ganze Zeit hörst und dann, glaube ich, kriegst du schon einen gewissen, ja, so ein gewisses Gefühl dafür, wie man, ob man jetzt dann wirklich zu viel Persönliches reinnimmt, kann man ja auch machen, ist ja überhaupt kein Problem. Es ist ja deine eigene Kritik und so weiter. Aber wenn man es wirklich probiert, so ein bisschen objektiv zu machen, dann
Geht es schon, würde ich sagen. Also würde mich schon behaupten. Kann sie singen? Wer sich fragt, nur kurz, Lenny, über was der Martin da redet. Im Chat auf Twitch habt ihr jetzt Pandroid Music, klickt da drauf und abonniert den Kanal. Let's go! Let's go! Kann Helene Fischer singen, rein objektiv? Ja, definitiv. Absolut. Sie macht halt diese Art von Musik. Sie hat ja eigentlich ein Genre sterben lassen oder neu definiert, je nachdem, wie man sagen will. Der Schlager ist ja eigentlich jetzt überall. Dieser ganze Deutsch-Pop, das ist ja schon sehr Helene Fischer-esk eigentlich. Egal, ob es jetzt von Mark Foster ist oder von was Gott wem. Das ist halt so. Mark Foster, auch arg. René Ferrero ist natürlich mein Geheimtipp, generell für alles. Alles. Vor allem für den Song Contest 2024. Das ist auch wieder wahr. Nein, aber dann wird man so eskalieren. Die Runde hat übrigens ordentlich durchgemischt. Und Sofia. Die Runde hat ordentlich durchgemischt. Der Martin hat sich nämlich in dieser zweiten Runde sehr, sehr viel getraut, muss man ganz ehrlich sagen. Oha. Auch sein Peyton Manning-esque-Take ist sozusagen da wirklich schön durchgekommen. Man muss auch ehrlich sagen, ihr habt euch da ein bisschen kopiert, Leni und Toni. Ich hätte mir erwartet, dass wenn der Leni sagt One and Done, dass du spontan was anderes sagst. Das wäre vielleicht. Also ja, wollte ich, aber bei den Seiten. Aber das tut jetzt natürlich weh. Du bist derzeit Letzter mit 30 Punkten. Lenny hat 33 Punkte und Martin führt mit 43 Runden. Das war ein Erdrutschsieg. Du hast 36 Stimmen über Twitch hier bekommen. ÖVP, also, Wahnsinn. Und auch auf YouTube hast du ganz klar gewonnen. Da hast du 61% der Stimmen bekommen für diese Runde. Wir kommen in die Lightning Round. Sechs kurze Themen, kurze Takes. Wir wollen jetzt wirklich. Ihr seht es auch jetzt hier gemeinsam, alle, die das sehen, kann man das so zeigen. Es sind sechs Symbole hier. Es ist ein Ladegerät, es ist eine Pistole, ein Kopf, Werkzeug, ein Turm und ein Löwe. Und diese sechs sozusagen Felder stehen immer für ein Thema. Und dieses Thema muss einfach derjenige, der dann dran ist, kurz thematisieren. Wir wollen einen kurzen, knackigen Take. Es ist wie ein Elevator-Pitch, sagt man immer, in der Verkaufssprache. Der Lenny wird sofort wissen, als alter Vertriebskollege, was das ist. Im Endeffekt nichts anderes, dass du einem Menschen innerhalb von einer Fahrstuhlfahrt etwas verkaufen kannst. Habe ich das richtig gesagt, Lenny? Absolut richtig. So ist es. Stoney, du bist Letzter und darfst deswegen als Erstes wählen. Welches Symbol möchtest du dir ans Herz nehmen? Ich will nichts über Russell Wilson sagen und nichts über die Lions. Kein Ladekabel. Ich nehme die Pistolen. Und du nimmst die Pistole, Stoney. Was ist hinter der Pistole? Wir schauen. Was stimmt nicht bei den Colts, Stoney? Das schaut jetzt wieder rigged aus. Was stimmt nicht bei den Colts? Welcher Irre hat sich Carson Wentz einreden lassen und dafür die Zukunft verkauft? Ihr habt eure Zukunft hergeschenkt. Es reicht kein Jonathan Taylor, wie man dieses Jahr gesehen hat. Es reicht keine Top-O-Line. Ihr braucht einen Mann dahinter. So einen wie Andrew Luck oder vielleicht Baker Mayfield. Das Problem dort ist Draftpicks weg, kein Quarterback. Elendige Hunde in einer Division, die man leicht dominieren könnte. Colts. I hate you. Wir haben kurz nicht gewusst, welches Wort kommt. Aber Stoney, stark beformt, muss man ganz ehrlich sagen. Lenny, du bist als Nächster, du bist auf Platz 2 derzeit. Welches der restlichen 5 Symbole möchtest du gerne dir zu Herzen nehmen? Ich nehme den Kopf. Du nimmst den Kopf. Was steckt wohl hinter dem Kopf? Tada! Wer ist der für dich beste Head-Coaching-Kandidat? Lenny, dein Elevator-Pitch. Der beste Head-Coaching-Kandidat kann nur einer sein. Und das ist für mich wirklich, für mich bringt es das richtig schwer, jetzt hier übers Herz zu sagen. Es kann nur Kellen Moore, Offensive Coordinator von den Cowboys sein. Was der mit Dak Prescott gemacht hat, ich meine, wir wissen es alle, Mike McCarthy ist eine Wurst, die da am Spielfeld dran steht und seine Mojo-Momente von Hard Knocks irgendwo gibt. Aber der kann gar nichts. Das, was da in der Offense passiert, ist Kellen Moore. Die Genialität der Offense ist Kellen Moore gewesen. Und Kellen Moore war Quarterback in dieser Liga, war Backup-Quarterback, hat es nicht gebracht. Linkshänder übrigens, wie ich auch, deswegen beste Mann. Linkshänder-Quarterback hat es nicht geschafft. Starting-Quarterback ist sofort in Coaching-Staff, Offensive-Coordinator und der wird der nächste Head-Coach, der für Erfolg sorgt, weil er jung ist, weil er gut ist und vor allen Dingen, weil er Linkshänder ist. So. Ja, ich bin da immer anderer Meinung. Ich hätte da eher lieber etwas routinierteres für mich. Ist er nicht ein Leader, Kellen Moore? Ich weiß es nicht. Aber Genialität. Weiß ich nicht, aber gut, wir stellen das so hin. Martin, du darfst wählen, welches Logo würde dir gefallen? Ich nehme den Charger.
Du nimmst den Charger. Was wird da wohl bei den Chargers sein? Ah, was stimmt nicht bei den Chargers, Martin? Große Enttäuschung eigentlich. Wir haben alle gedacht. Was große Enttäuschung? Habe ich euch letztes Jahr schon gesagt, was da nicht passt. Joe Lombardi passt da nicht. Ich habe es euch gesagt, wie oft. Wer gibt mir einen Zusammenschnitt von meinen Auftritten in Stone Luck Fantasy Football Podcast, wo ich ihr jedes Mal gesagt habe, passt's auf, Justin Herbert hat einen neuen Offensive Coordinator und er heißt Joe Lombardi und er ist scheiße, er ist so richtig scheiße, es gibt keinen schlechteren Offensive Coordinator wie Joe Lombardi und das hat man ja heuer wieder gesehen, das ist eben das große Problem. Wer eine Waffe hat und sie nicht hernimmt, wer sie hemmt, absichtlich, sie irgendwie nur limitiert, da kommt sowas raus wie... Ja, wie jetzt bei den Chargers rausgekommen ist. Weil, warum? Wenn es sein muss, 4. und 10, gestern die ganze Zeit, 4. und 10, was passiert? Sie gehen vertikal, es funktioniert. Sie haben einen fetten Receiver in Mike Williams, der einfach jedes 1 gegen 1 gewinnt. Sie haben Justin Herbert, der den besten Arm oder einen der besten Arme in der Liga hat. Ja, was ist los? Was passt da nicht? Das passt nicht. Joe Lombardi limitiert Justin Herbert. Du hast es tatsächlich wirklich sehr, sehr oft gesagt. Das muss man ehrlich sagen. Ich habe immer gedacht, dass, ja, dass das vielleicht nicht stimmt und dass er da vielleicht eben noch überkommen kann. Aber das ist durchaus etwas, was man, glaube ich, fixen muss. Den Offensive Coordinator. Dort, Stoney, wir haben noch 3 Zeichen. Wir haben noch das Werkzeug, einen Turm und den Löwen. Lass mir das Viecherl, lass mal. Gib her das Werkzeug. Das Werkzeug, Stoney, für mich die meine Lieblingsfrage. Und zwar... Sind das Tom Bradys schwierigste Playoffs? Of course! Und wisst warum? Es fehlt ihm einer. Business is not booming in Tampa Bay. Und Godwin genauso. Hey, das könnte der nächste One-and-Done-Typ sein. Und Brady, bitte, hört auf mit Brady Bowl und was weiß der Kuckuck. Irgendetwas. Diese Tampa Bay Buccaneers, die in der Scheiße hängen gegen die Jets. Beefco, sorry. Hey, ihr braucht über Playoffs überhaupt nicht reden. Ihr habt euch da irgendwie hineingehumpelt. Der Einzige, der euch saven könnt. Le'Veon Bell is back. Ja, Bill, es ging in eine andere Richtung. Ich habe mich jetzt nicht erwartet, dass wir am Ende über Le'Veon Bell sprechen. Vor allem, wenn Lenny Fournette ja wahrscheinlich zurückkommt. Hätte ich mir jetzt auch gedacht. Das hätte ich mir jetzt aber, okay. Das ist ja eigentlich dein Team. Du hast jetzt Fournette und Bell in einem Team. Das ist doch eigentlich ein Traum für dich. Du bist der größte Tampa Bay Buccaneers-Fan sein überhaupt. Könnte ich, aber sie haben mir wehgetan. Sie haben einen kranken Mann. Sie haben einen kranken Mann unterm Bus gehabt und treten jetzt noch nach. Was? Ein kranker Mann. Das ist natürlich wahr. Einer sollte mal bei einem Hotel in Tampa Bay anrufen, glaube ich. Ah, da freue ich mich schon drauf. Verdammt, das wird diese Idee. Lenny, du bist wieder dran. Wen nimmst du, den Turm oder nimmst du doch den Löwen? Na, den Turm natürlich. Du nimmst den Turm. Was wird der Turm sein? Ah, die Frage geht zu Russell Wilson. Lenny, was passiert mit Russell Wilson? Oh, was ist denn das? Wie soll ich denn jetzt hier Punkte machen? Was ist denn das für eine Frage? Das Game ist so rigged. Das ist so rigged. Weil was passiert mit Russell Wilson? Konntest du das selber auswählen? Weil was passiert? Du hast es dir selber ausgewählt. Ja, aber ich nehme doch dem Senfti nicht den Löwen weg, weil ja, was ist das für ein rigged Game hier? Hier will man gewinnen, hier geht es um Champion, dann kommt so eine Frage. Weil was passiert mit Russell Wilson? Gar nichts. Nichts, gar nichts. Der bleibt in Seattle wie immer. Der wird wieder seine neongrüne, blaue, weiße Kluft anziehen. Der wird wieder sagen, we have a deal, Seattle. Seine Chiara wird da wieder irgendwo stehen. Es passiert gar nichts. Vielleicht wird er einen neuen Headcoach haben. Nix. Das ist die langweiligste Antwort. Es tut mir alle leid. Es passiert gar nichts. Die Chiara wird irgendwo stehen. Naja, ich meine, würdest du es dir wünschen, dass etwas passiert? Oder wäre das nicht irgendwie feurig für die NFL, wenn er irgendwo anders hingehen würde? Ja, aber weißt du, was das Problem wieder wäre? Ich finde ja, Russell Wilson ist echt ein Top-Quarterback, ne? Also muss man einfach sagen. Aber wenn, der ist auch schon auf der falschen Seite von 30, so wie Stoney und Luck übrigens auch, wenn der, kleiner Frontalangriff, ich bin 35 geworden jetzt, 35 bin ich geworden am Freitag. Wenn der jetzt irgendwo hingeht und es klappt nicht sofort, der versaut sich doch damit nur was. Lass den in Seattle, ich meine, da oben ist nichts, die haben nichts, die Seattleianer. Die sollen mal schön den Russell und ihren Turm da haben und da soll alles gut sein. Und dann ist es gut. Dann kommen wir zu den Adler fliegen. Und dann natürlich haben wir für dich, Martin, noch den Löwen übrig. Um was wird es da wohl gehen? Natürlich geht es. Ich schwör's dir, dass du so fix am Packers bist. Nein. Es ist nämlich die ganz große Frage. Man muss schon ehrlich sagen: Die Lions, man hat ihnen nichts zugetraut. Jetzt haben sie doch einige Spiele gewonnen. Aber am Ende des Tages muss man sich schon fragen: Ich meine, sie sind trotzdem ein schlechtes Footballteam. War die Saison dann trotzdem ein Erfolg?
Weil es, wird, ja, es zu hört 100%. Sich immer so an. Wirklich. Nein, zu 100%. Also ich kann deiner ersten These absolut zustimmen. Am Anfang des Jahres habe ich mir eben gedacht, boah, hoffentlich gewinnen wir ein Spiel. Also wirklich, ich wollte nicht 0-17 gehen. Das war wirklich so das Schlimmste, weil der erste Team 0-16, erste Team 0-17, das wäre Katastrophe gewesen. Mit der Dauer, ab dem Zeitpunkt, wo Dan Campbell die Offensive-Coordinator-Rolle eingenommen hat oder das Play-Calling übernommen hat, ist richtig losgegangen. Die letzten Runden waren richtig stark. Wir waren eigentlich relativ positiv da. Jetzt gestern natürlich noch gegen Jordan Love gewonnen, was ja absolut logisch ist, weil es ist ja Jordan Love. Soll das. Ja, und davor, hey, Siege gegen die Cardinals Colt, also ein Sieg gegen die Cardinals Colt, einfach so mit irgendwelchen Leuten. Es war ja ein Lazarett ohne DeAndre Swift. Wir haben einen Typ als Running Back gehabt, der Netflix geheißen hat, weil er auf der Couch gelegen ist, wo Netflix geschaut hat und jetzt auf einmal dann über 100 Yards gelaufen ist. Dan Campbell, Aaron Glenn holen aus irgendwelchen Spielern, die man noch nicht gekannt hat, alles raus. Und das ist es, das ist wirklich dieser Culture Change passiert tatsächlich. Ich bin tatsächlich wirklich gehypt. Aber ich habe ja nicht gedacht, dass ich es bin. Aber es ist geil. Es war ein Erfolg diese Saison, definitiv, weil die Jungs ja zusammengestanden sind. Wir haben mehr Spiele gewonnen, als wir gedacht haben. Ich möchte zuerst zum Stoney und dann zum Lenny. Stoney, wäre es nicht eigentlich, ich finde dieses Thema nämlich wirklich spannend, wäre es nicht eigentlich für alle Head Coaching Kandidaten das Beste, in die aussichtsloseste Situation zu kommen? Weil man muss ganz ehrlich sagen, unterm Strich haben sie nicht viel gewonnen. Egal, wie viele Spieler sie hatten. Sie hatten auch vorher, vor dem Draft keine Spieler, nach dem Draft keine Spieler. Es war ja, weil du sagst, Martin, sie haben aus nichts irgendwas gemacht. Das stimmt. Ja, aber sie wie haben viele Spiele haben sie mit einem Score verloren? Kannst du auch nachschauen. Es waren 5-6 okay, Spiele. Das ist schon massiv. Also, wir sind auf einmal reingestolpert. Luck, du weißt das. Ja, Next ja. Week Lions, Week Lions, Week Lions. Wir waren auf einmal nur noch in Lions Week. Stimmt. Ich bin da bei Martin. Und ich sag's auch ganz ehrlich, jetzt doch New York, Golden Day, irgendetwas. Ich weiß, Kohle und so weiter. Und so wie es der Martin am Anfang des Jahres, der Shampoo, ne, da ziehe ich meinen Hut, er hat gesagt, braucht man nicht unbedingt. Er in Kombi mit eben dann Amon Ra Belgium und so. Ich glaube, da wäre noch richtig was gegangen. Da wäre noch richtig was gegangen. Und ich bin da voll bei Martin. Let's go. Swift und so weiter. O-Line, so wie wir es gesagt haben, Lichtjahre den Schritt. Und wenn du gesagt hast, Head Coach und so weiter, lag ganz ehrlich, wie viele Teams gibt's in der NFL? 32. Mhm. Egal welchen Job du dort ergatterst, es ist in Wirklichkeit ja ein Traum. Also Du musst dich ja sowieso in Wirklichkeit immer freuen, dass du einer von diesen 32 bist. Lenny, du wolltest auch noch was sagen dazu. Ja, für mich ist das nicht mal eine Frage. Also allein die Frage ist wieder frech hier, das ist wirklich rigged für Martin. Also ich meine jetzt mal ernsthaft, das Team ist komplett am Boden gewesen. Da kommt ein Typ, der sagt vor der Saison, wir müssen die Kniescheiben von irgendwelchen Typen wegkloppen. Da denkt man ja, sag mal, der ist ja völlig bescheuert. Und dann verlieren die natürlich die ersten Spiele so und dann bringt der da eine. Aber also wenn wir von einem Culture Changer reden, ich finde, das ist katastrophal zu sagen, du musst dich in die schlechteste Position bringen. Weil was ist das für ein Zeichen an dein Team und deine wirklichen Locked Player für die nächsten Jahre. Aber weil du das sagst, weil du sagst, rigged für Martin oder sonst was, ich muss schon sagen, ich meine, im Endeffekt, ich weiß schon, weil die Erwartung so niedrig war, aber wir sprechen über das zweitschlechteste Team der NFL. Also, weißt du, was ich meine? Das ja, aber die Green Bay Packers gewonnen hat. Ja, hundertprozentig. Aber weißt du, worüber wir reden? Wir reden über das zweitschlechteste Team, weil Justin Tucker aus 724 Metern den Ball zwischen so eine Lücke schießen kann. Darüber sprechen. Wir müssen ja über mal was sprechen, was die für Material hatten. Was die hatten. Das war Material, ein Team, das war in Wirklichkeit scheißegal. Wenn du ein Herz hast und wenn du ein Tier bist, wie du vorher die Bears, das sind Teddybären. Die Lions sind Lions, weil sie jede Woche kommen sind und jede Woche probiert haben, Löwen sind faule Aasfresser. Durch die Kniescheiben irgendwem und durch die Gegend zum Hauen. Und ich glaub, weil sie gesagt, hey, und egal ob sie in einer schlechten Position sind oder nicht, der Spirit dort und dieses Jetzt ist ganz anders als wie in 100.000 nicht, in 24 anderen Städten in der NFL. Ich glaube vor allem auch, und Martin, das muss man glaube ich auch sagen, oder? Wir schauen Football, weil wir entertained werden wollen. Entertainment ist der Grund, was wir machen. Und man muss sagen, die ganze Story der Lions oder sonst was, ich meine, Hard Knocks müsste sich ja eigentlich in den Arsch speisen, dass sie nicht die Lions genommen haben, sondern die Colts, oder? Habe ich mal die ganze Zeit schon gedacht. Also spätestens nach dieser Pressekonferenz habe ich gedacht, was ist mit euch? Das ist ja wohl perfekt. Also gibt es eigentlich nichts Besseres. Und Entertainment, auch wenn wir es auf Play Calling gehen, immer irgendwelche Trickspielzüge drinnen. Es ist einfach gestern wieder Fake Band. Ja, es ist einfach erfrischend. Wenn Dan Campbell Madden spielt, dann in Real Life Football ist einfach geil.
Also das ist schon ganz cool. Und wie gesagt, es sind wirklich viele Partien gewesen, die mit einem Score verloren gegangen sind. Lenny hat es gesagt, das lange Field Goal dann auch gegen die Vikings, noch ein Field Goal verloren und so weiter, das waren halt so bittere Sachen. Gehört dazu, aber lernt man davon. Was machen wir denn jetzt? Glaubst du, dass der blonde, schöne Southern Cali Boy noch eine Saison kommt, einfach weil er teuer ist und weil man ihn hat und weil einfach kein besserer da ist? Oder glaubst du, dass man irgendwie einen splashy Move versucht? Nein, ich glaube schon, dass er noch bleibt. Erstens aus den Gründen, die du genannt hast. Zweitens auch, weil er sich, glaube ich, wirklich auch ein bisschen etabliert hat in den letzten Wochen. Vor allem ab dem Zeitpunkt, wo eben Campbell das Playcalling übernommen hat, ist es deutlich besser gegangen. Auch natürlich, Josh Reynolds ist eine super, super wichtige Waffe gewesen. Den hat er schon gekannt. Und Amon-Ra ist dann natürlich sowieso explodiert. Also das sind so Dinge, die ihm schon sehr gut getan haben. Wenn du die ersten Spiele gerade angeschaut hast, da waren... Kein Receiver war offen. Ich habe natürlich sehr viel auf Goff geblamed, muss ich sagen. Also ich habe wirklich sehr viel auf Goff geschoben, weil man sich irgendwie schon mehr erwartet. Aber wenn wirklich nie irgendwer frei ist und durch irgendwelche Jungs da, ich weiß nicht, wie oft habt ihr gesagt, Sifes, was ja, ist Sifus, Sifes? Also das ist nix, Josh Reynolds, etc. Ist halt schon schwierig, gell? Also so ist es. Von dem her. Ja. Underrated übrigens, guckt euch mal die Pressekonferenz die letzte von Jared Goff an. Der Typ ist packed. Alter Finne, das ist ein ganz schöner Hotboy, Southern Kelly Hotboy. Stoney, hast du schon die letzte Abstimmung rausgeknallt oder noch nicht? Ich habe es vorgeschrieben, kannst jetzt gleich bitte, raushauen. Bitte tu das, denn auch diese dritte Runde verdient sich noch in der Lightning Round eine Abstimmung. Und dann zählen wir alles zusammen und dann haben wir unseren Sieger gekürt, der das letzte Wort bekommt. Stoney, mit dir habe ich gestern ganz, ganz lang über einen guten Wettschein gesprochen. Wenn ich jetzt 3 Euro hätte, weil um mehr solltet ihr niemals spielen, ist ganz klar, wir sind ganz klar gegen Glücksspiel oder beziehungsweise Glücksspiel, das zum Ruin treibt, deswegen immer kleine Summen. Stoney, wenn du 3 Euro hättest für einen Wettschein für dieses Wochenende, wie würde der ausschauen? Du hast uns ja schon bei der Fußball-EM immer verzückt mit deinen Wettscheinen. Naja, na wenn wir jetzt so sagen 3 Euro. Ja, mach ich 10 draus, kann big, ich auch essen gehen. Go big or go home. Ne? Also, dann müssen wir natürlich, die Raiders müssen wir dabei haben. Ist ganz klar. Raiders diese Woche. Patrioten? Patrioten gegen die Bills? Why not? Dritte Mal. Ich glaube, besteht die NFL-Saison eigentlich nur als Patriots gegen Bills? Jede zweite Woche? Patriots gegen Bills. Und, ja, wobei Cardinals gegen Rams auch jede zweite Woche. Ja, stimmt. Und Jaguars Titans, glaube ich, auch. 100.000 Mal. Ja, und dann kannst du ein bisschen lustig sein. Was ist, Lenny? Was ist mit dem Adler? Mach mal ein Geräusch. Wie macht der Adler? Wie macht der Lenny? Adler? Ja, ist genau dasselbe. Why not die Eagles? Und dann spielen wir die Rams dazu, weil es der Martin ist. Und dann hast du einen Mörderwettschein. Ich glaube, dann haben wir eh fast alle Outsider gespielt, die man spielen muss die Woche. Aber wenn du Big Money machen willst, ist das das Richtige. Aber wenn du versuchst, ein bisschen sneaky safe zu sein, dann nehme ich doch wahrscheinlich, dass die Bengals covern. Weil die werden wahrscheinlich nicht den Mega-Vorteil haben. Dann nehme ich doch wahrscheinlich, dass die 49ers siegen und against the spread gehen oder wahrscheinlich covern und dass die Rams covern, weil die Rams werden wahrscheinlich, oder die Rams, ja doch, wahrscheinlich werden die Rams ja irgendwie 7 Punkte Favorit sein. Dann dir sage ich, die gewinnen mit 4. Sind so nur, es ist gar nicht so viel, glaube ich. Ja, siehst du, dann nehme ich safe, dann nehme ich die Kombi-Wette 49ers gewinnen und covern, Rams gewinnen und covern und Bengals gewinnen und covern. Ist realistischer und wenn ich 3 Euro habe, mache ich da wahrscheinlich 100 Euro draus. Wir sind, ja, Martin, du noch, du willst was. Hat sagen. Irgendwer gesehen, wie Chauncey Gardner-Johnson das Falcons-Logo hertretet im Stadion? Nein, das ist das lustigste Video, was ich seit langem gesehen habe. Wirklich, ich schicke euch das in die Gruppe. Das ist, Come on, Leute, wir spielen ja heiße Luft und jemand guckt sich Videos ganz, an und der ganz gewinnt. Ganz kurz, genau so ist es nämlich. Wir haben nämlich einen Sieger. Wir haben nämlich einen Sieger. Und zwar gewinnt der Martin mit 53 Punkten vor dem Stoney mit 47, dem ich auch noch einen Punkt abziehen habe müssen, natürlich wegen der Frisur. Lenny hatte einen Minus und einen Plus, kommt damit auf 43 Punkte. Wir bedanken uns für alle, die das Real Life geschaut haben und gehört haben, denn der Martin wird jetzt das letzte Wort haben. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Da gibt es dann wieder heiße Luft. Wir schauen mal, in welcher Konstellation. Wir haben ja einige Einladungen rausgeschickt. Am liebsten wäre es mir allerdings, wir bleiben einfach in der Konstellation. Wir werden schauen, ob die Jungs wieder Zeit haben. Wir werden sehen. Wir bleiben auch noch ein bisschen online. Vielleicht reden wir auch noch ein bisschen über College-Football-Finale. Schauen wir mal, wie lange ihr Zeit habt. Aber auf jeden Fall, Martin, jetzt gehört das letzte Wort dir. Du darfst sagen, was du willst. Und hier dein Solo-Shot.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewinne. Geil, danke. Der Champ ist hier. Wer ist Tony? Was soll das? Er hat einfach noch nie gewonnen gegen mich. Ja. Er hat keine Chance gehabt. Noch nie legal gewonnen. Jetzt zum ersten Mal. Ihr, das Publikum, habt's entschieden für mich. Danke sehr. Also, wer ist der wahre People's Champ? Ich bin der People's Champ, nicht das Tony. Danke, Lenny, auch, dass du dabei warst. War sehr schön mit dir. Ja, und jetzt Go Lions. Alles andere ist egal. Danke, Lucky, für alles. Es war sehr schön. Ja, viel Spaß.